Dit is dat program De Grond op Levende Hoop. Jun redner is Rudy Niefeld. Ik begrijs je in de noemen van Jezus Christus. Ik wil je nog eenmaal weer hartelijk aanloden voor deze Hebraïa-studium. De laatste motto spreekt je ook ontspanning te de Juden Christen. Dit vinden we in Hebraïer kapitel 13, 18, 30, 25. En dit zijn de laatste verse in dit kapitel, ook in dit boek. So in deze laatste verse dat de schrijver de Juden Christen nog eenmaal motto spreken, der je gebed. Hij verspreekt dat hij wordt bald aankomen en vielleicht ook Timotheus metbrengen. Hij begrijst de lezers, zo ook de jesliche leraars, wat hij hoort werden over de verzameling van de Juden Christen. De motorspreking handelt zich om Jezus zijn vergoten bloed, zijn abstoenen in de nieuwe boon. En zo ook jeslich bestendig blijven, ten jeslich riep worden. Zo de schrijver fangt aan in het laatste gebed kunnen zeggen. De schrijver vraagt nu gebed voor arm zelfs in de met arm. Vers 18 zegt het, bet voor ons, wie hebben den troost, dat wie een godet gewissen hebben, wie willen in allen wat wie doen, een ordentlich leven vieren. Seine Anfrau für Gebet bringt Rüth, dort hei menschlich ist und dort hei auch Gebets und Erstattung brückt, kriegt so zwiefen der schon da. Hei wir sich auch sicher, dort hei mit einem reinen, ordentlichen Gewissen Gott sein Willen utführen deut. Der Schreiber sein Verlangen wir in Ehrfurcht und mit Vollständigkeit für alle Menschen deinen und besonders für die Juden Christen. Wie seinen Vers 19 sagt er, dort dit so, ich sei ihn, dort ich so schwind als mählich nur jün kommen kann. Hei versprach, dort hei wird bald hankommen, so schwind als hei afens kön. Hei fangt sein Sehensgruß an mit dem Gebet, so sich all sehen, Vers 20. Hei sagt es dit, möchte Friedensgott, der an seinen Herrn Jesus den großen Schub hat, vom Tod treugebracht hat, in der sein Blut einen ewigen Bund reingemerkt hat. Vers 21 sagt, jün fähig merken, für alle Gode in dem Donen von Gott seinen Willen, möcht hei in jünd der Jesus Christus dort wirken, woran hei in gefallen haft. Jesus Christus traf all die ihr von Ewigkeit bat Ewigkeit. Amen. Dort erste erst mit Gott sein Fried in Gedanken, wat Jesus Christus von dort abgewirkt haft. Dort ist die Schriebe anfangen dort, mit den Fried im Gedanken. Dort zweite sagt er, dort die Kraft kommt durch Gott. In Jesus ist der Hort von der Schub, so aus der jesliche Lehrer für den Schub versorgen. Jesus ist, wo der Hort ist, über all die jesliche Lehrer und für den Schub versorgen dort. So Jesus Christus ist der Hauptschubhort von allen Horts. Drittens können wir sagen, der Schreiber bet auch für die gläubige Christen, dass sie würde sich reinmerken, zum Deinen für den Herrn. Dass sie nicht bloß würde du bleiben, sondern sich reinmerken und reinmerken lassen, zum für den Herrn zu deinen. Dann sagen wir, dass alle Gläubige in Drief haben, zum Gott verherrlichen mit ihr Leben. Das ist vollbracht durch am Loten mit seinen Geist durch uns schaffen. So der Schreiber ist besonders begonnen. Dort nicht mehr bloß die jüdische Lehrer schwer weggehen, sondern auch dort all die in der Versammlung Wasser teilnehmen und sich reinmerken für Gott seine Arbeit. Das nächste kann man sagen, was der Schreiber rüberbringt. Erst dort die Juden Christen waren Horchen, heißt begonnen am dort die Horchen waren. Der Schreiber merkt dort klar, dass die wahre geboren sind. Wo er noch schrieben hat, wen er nannte Leive Bräuter. Wenn er sagt, angespannt habe, haft der Schreiber den ganzen Brief im Gedanken. Er spornt an, beständig zu bleiben in Christus, wenn eingewirrt, wankelmütig geworden, wenn Verfolgung andere mautlos und plundern mit drei Unja dort Judentum gehen. Und er hat es ja ansporn. So er spornt an, die gesunde Lehre anzunehmen, wo er der ich den Hebräerbrief entgeliert hat und du bist geblieben, wo Jesus nur der Hauptpunkt wie nicht mehr das Alte Testament System. Vers 22 sagte, liebe Brüder, holt mich dort zu Gott und nehmt dort an, dort ich den, der ich diesen Kartenbrief angespannt habe. Hoste ich nehmt der Schreiber mit an, dass Timotheus los ist. Der 23. Vers sagt, je sollen dort auch weiten, dort ans Bruder Timotheus war da frie Luten worden ist. Wann er bald bei dir kommt, will wir mit Amtaub
jün besiegen. So heißt, versprach dir, dass sie wurde taub kommen, wenn es das Affens Mehle hier ist, dem diese jüdische Reste besiegen. Die schrieben in sie auch mit Timotheus taub. Dann sei wie, die schrieben mir auch den Brief zu eng. Er sagt, ihr reist alle jässliche Leder, mit euch besondere Anerkennung geben, ihr reist alle jüdischen Christen, dort sind die Helge. Die Christen von Italien bestallen die jüdischen Christen zu reisen. So er sagt hier in den 24. Vers, ihr reist alle jüdischen Lehrer und alle Helge. Die Brüder von Italien bestallen jünd zu reisen. Das Aufschreitsgröß, wie sei er gewohnt, in der 1. Jahrhundert, nur Vers 25, wurde gesagt, Gott sei in Not mit jünd alle. So die jüdischen Christen werden mit Gott sei in Not beschenken. So aus der Schreiber dort rückbringen der, würde der ganz durch den hebräischen Brief besonders beschenken mit Gott seine Genot. Und nur weil die Schreiber haben, dort die Genot ausnutzen sollen. Und so würde es sein von diesem Tag auch. So nun sollen sie bewiesen, mit ihrer Beständigkeit den Glauben auszuleben. In Verweichungen zum Rieb worden in Christus in Frucht trauen. Und so wurde auch seine Fans von der schon da. Wir sind so mit Gottes Genot beschenken. Und wir sollen die Not ausnutzen, was Gott uns geschenkt hat, um vor allem die Dinge zu tun, die er uns verberufen hat. Kriegt so aus den Schreibern und den Juden Christen dort. Unser Titus war da eingekommen und der Brief ist da eingegangen von Hebräer. Und ich will die nicht diese Seiligkeit abbaden, wo die Hebräerbrief so klar mitbringen, dass Jesus Christus ist, weg macht die anbeiden. Und in Titus Kapitel 3, 5, 8 fangen wir wunderbare Verse, wo uns klar erwiesen wird, wo wir gerne die Seiligkeit fangen in der Schrift in Jesus annehmen. Er sagt hier die 5. Verse, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitswolken abgewiesen haben, dort wir uns in ihnen mitleiden. Wie werden du dich nie geboren, dort heu uns wasch, in dich den Heiligen Geist nie das Leben geben. So sagt, den heu durch Jesus Christus ans Heiland rechtlich ebens kommen leid, dort wie, nu dort wie durch seine Genut sind gerecht vor dich worden, oben sind, willst wie die Hoffnung ab ewiges Leben haben. Das ist ein Wort, worauf wir uns verloten können. Aber alles, was wir haben, Hebräerbrief betracht, sei wie, dort du hast kein anderer Weg, als Jesus Christus ist der einzige Weg. Dort Old Testament System ist nicht mehr rum. Dort hat Gott für eine gewisse Zeit, wo jeder mit Schafe redet, wo Jesus Christus kam, ist dort alle aufgemerkt worden und ist dort bloß durch diesen einen Mann, Jesus Christus, wo am Kreuz ging vor unsere Sünden schuld und hat die ganze Schuld auf sich genommen. Und wenn wir dort annehmen, dort merkt uns die Recht für Gott und dort wir überzeugt sind, wie ein Kind Gottes sind, nicht all. Und ab sein Wort haben wir uns verloren. Ich möchte Ihnen alle Töchter Gottes Segen wünschen und hiermit wollen wir mit diesen Hebräerbrief einkommen. Gottes Segen mit Ihnen alle. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben über das Programm, dann können Sie uns auf unsere E-Mail schreiben, rdeuneufeld09@gmail.com oder auf eine WhatsApp-Nummer 591-770-60101. Ich wünsche Ihnen alle einen guten Weg. Gottes Recken Segen mit Ihnen.